So, jetzt willkommen zum neuen Video von den Testoleros. Im vorherigen Video, eines der vorherigen Videos, habe ich euch gesagt, dass ich jetzt Sweetcoin teste und mal joggen hier, weil Enrico kriegt es ja nicht hin, die faule Sau, ja. Und zwar teste ich dazu so ein Laufarmband. Ja, genau, das macht man sich hier so rum und dann kann man ganz normal mit dem Handy joggen gehen. Ich kann mir das nicht so richtig vorstellen, dass das cool ist. Aber wenn es gut sitzt, ist es immer noch besser als das Handy in der Tasche rumzuschleppen. Und im Sommer hat man sowieso nicht so viel Beil, wo Taschen dran sein könnten. Also so eine Sporthose, meine, sind meist ohne Tasche. Jo, also das wird jetzt mal getestet. Also ich ziehe mir jetzt um. Und nach dem Intro wird losgerannt. Ich habe das Ding jetzt hier schon rum und werde jetzt mal das Handy darin stoppen. Ich will los, ist kalt. Und jo, werden wir ja mal sehen, wa? In einer Stunde sind wir wieder hier und dann mal gucken, ob das denn taugt. So Leute, jetzt ist natürlich schon nach dem Lauf. Ich möchte euch trotzdem noch zeigen, wie denn das Ding bei euch ankommt. Und zwar kommt das hier in so einer Plastiktüte an. Natürlich Amazon-like verpackt in einen riesen Karton. Genau, gibt es hier so ein Bildchen. Dann gibt es hier verschiedene Größen. Hier ist noch extra so eine Schnalle drin. Ich habe die Schnalle genommen, die halt dran ist, ne? Die hat bei mir vollkommen ausgereicht. Wenn man dickere Arme hat, ja, Muckis oder so, dann kann man hier noch das Ganze verlängern. Und genau, das Ganze ist auch wetterfest, sag ich mal. Und jo, lässt sich hier, macht man das auf. Hier kommt dann das Handy drin. Man kann auch, also ich habe das mal nur abgenommen und so mit meinem Handy rumgespielt, das geht auch. Also wunderbar. Einzige, was blöd ist, ist hier, die Knöpfe an der Seite kannst du halt nicht benutzen. Ja, dann nimmst du das halt raus. Ja. Dann hast du hier noch Löcher unten und oben, damit man beim Joggen oder was auch immer unterwegs auch Mucke hören kann. Ja. Okay. So viel dazu, nochmal kurz gezeigt. Ja, geile Teil. Sehen, das Ding ist noch dran. Und ich muss sagen, weil das jetzt so ein breites Band hat, sitzt das auch sehr gut. Der alte Mann. Ich habe auch irgendwann, also am Anfang, habe ich noch gedacht, das nervt. Mein Handy ist auch gar nicht so das leichteste. Aber so mittendrin beim Laufen habe ich es gar nicht mehr mitbekommen. Also war es zwei. Ich muss sagen, das ist Preis-Leistung ist, kann man ja nicht meckern. 1A wunderbar. Und das Ding bekommt von mir 5 Sterne. Das ist 1A. Im Gegensatz dazu, wenn ich das jetzt in der Tasche gehabt hätte, das Handy, muss ich sagen, also, das ist ja kein Vergleich. Das heißt echt Geld, lohnt sich. Ach, fast vergessen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch und abonniert den Kanal, damit ihr keine Videos mehr verpasst, Leute. Ciao. Bis demnächst.